Sie landen jede Woche in unseren Briefkästen. Die Prospekte vieler Supermärkte und Discounter. Unserem Reporter Wolfgang fällt auf, dass der Handel immer öfter mit Bildern einzelner Landwirte wirbt, die qualitativ herausragende Produkte anpreisen, angeblich aus der Region. Was steckt dahinter? Gibt es die Bauern wirklich? Und was glauben die Kunden? Nee, also ich könnte schon ein echter sein, aber keine Ahnung. Das ist Beschiss. Ja, das glaube ich schon. Also wenn es rauskäme, dass es alles irgendwie irgendein Darsteller ist, wäre schlecht. Ich habe einfach Bedenken, ob die Produkte, die ich dann in dem Markt kaufe, ob die tatsächlich dann von diesen Bauern sind. Also ich traue dem Braten nicht. Höchste Zeit, der Sache nachzugehen. Edeka Südwest zum Beispiel wirbt mit Bio-Qualität beim Schweinefleisch und mit einem echten bäuerlichen Idyll. Und wie sieht es vor Ort aus? Wir machen den Bio-Schweinebauern Wolf Ziebold aus dem Prospekt tatsächlich ausfindig. Es gibt ihn wirklich, und zwar in Emmendingen bei Freiburg. Hallo, Herr Ziebold. Morgen. Morgen. Wolfgang Weber, Südwestrundfunk. Hallo, bei der Arbeit. Edeka wirbt damit, dass Bauer Ziebold seine Schweine nach den strengen Biolandrichtlinien aufzieht. Auf seinen Ackerflächen stellt er das Futter für die Schweine zu fast 90% selbst her. Ja gut, also Biobetrieb, ich bin Verbandsbetrieb Bioland. Und das ist natürlich jeglicher Verzicht auf irgendwelche chemischen Wirkstoffe. Also Spritzen und so weiter ist nicht kein Spritzmittel und gleichzeitig auch keine mineralischen Dünger. Ja, also kein Kunstdünger, wie man so schön sagt. Auch der Einsatz von Arzneimitteln ist stark reglementiert. Und die Tiere können sich frei bewegen. Die Offenhaltung, die können raus. Die Anpassung an die Jahreszeiten. Ja. Kein künstliches Stallklima. Und das ist natürlich alles, was Bio letzten Endes auch ausmacht. Aber diese Form der Haltung bedeutet auch großen Aufwand. Zum Beispiel beim Anbau des Biofutters. Die Kooperation mit Edeka bietet ihnen die Sicherheit, dafür auch entsprechende Preise zu bekommen. Ich habe für meinen Betrieb eigentlich eine feste Kalkulationsgrundlage und muss nicht wie im konventionellen Bereich von Woche zu Woche bibbern, weil ich nicht weiß, was ich für mein Produkt bekomme. Sondern die Preise, die sind verhandelt und die sind festgeschrieben. Wolf Ziebold und seine Tiere profitieren von der Zusammenarbeit mit Edeka. Aber was haben die Handelsketten davon, mit ihm und anderen Landwirten zu werben? Wir treffen Handels- und Marketing-Experte Professor Alexander Hennig. Er war früher selbst einmal Führungskraft bei einem großen Discounter. Wenn so ein Lebensmittel-Einzelhandelsunternehmen einen Bauern oder eine Bäuerin so plakativ darstellt, dann nimmt man natürlich auch gerne einen, der Produkte mit Bio-Standard herstellt. Denn das führt gleichzeitig dazu, dass es einen gewissen Ausstrahlungseffekt gibt. Der Konsument sieht diesen Bauern, diese Bäuerin, verbindet damit dann aber vielleicht auch für andere Sortimentsgruppen eine gewisse Nachhaltigkeit, die tatsächlich aber so nicht gegeben ist. Jetzt wollen wir wissen, wie hoch ist der Anteil von Bio-Schweinefleisch bei Edeka insgesamt und machen eine Stichprobe in einem Markt, zählen durch. Von insgesamt 23 verschiedenen Schweinefleischprodukten in der Kühltheke sind nur 7 in Bio-Qualität. Das entspricht einem Anteil von rund 30%. Und damit liegt dieser Markt sogar noch über Plan. Edeka schreibt uns: Unser Ziel bis 2027 beträgt der Anteil der Schweine, die im Hofglück-Programm oder unter ökologischen Bedingungen aufwachsen, mindestens 30% aller angelieferten und verarbeiteten Schweine bei Edeka Südwestfleisch. Im Jahr 2022 betrug der Anteil bereits 22%. Nicht einmal ein Viertel des Fleisches wird also biologisch produziert, wie beim Werbeaushängeschild Wolf Ziebold. Und wie sieht es beim Werbeversprechen Regionalität aus? Damit werben die Handelsunternehmen ebenfalls sehr gerne. Das sehen wir in den Prospekten von Edeka, Netto, Penny und Aldi Süd. Aber was verstehen die Kunden eigentlich unter regional? Ich würde sagen, im Umkreis von vielleicht so 30 Kilometer, 40. 30 bis 50 Kilometer wäre noch in Ordnung. Regionalprodukt ist, würde ich mal so sagen, so 20 Kilometer Umkreis. 50 Kilometer. Das wäre für mich jetzt regional.
Für die meisten bedeutet Regionalität also die nähere Umgebung. Aber was bedeutet Regionalität in der Werbung wirklich? Reporter Wolfgang recherchiert die Adressen der Werbelandwirte. Bei Edeka und Penny sind viele Betriebe immerhin noch 80 bis 100 Kilometer von unserem Standort Mainz entfernt. Bei Aldi Süd und Netto sind die angeblich regionalen Betriebe noch viel weiter weg. 255 Kilometer bis Brüggen zu einem Netto-Gemüsebauern sind nur der Anfang. Spitzenreiter, die regionale Kartoffelhändlerin von Aldi Süd in Neuburg an der Donau. Entfernung von Mainz rund 350 Kilometer. Das ist nicht regional. Nee, das ist nicht regional. Gut Deutsch verarsche. Das ist nicht okay, weil wenn hier regional steht und es landet in meinem Briefkasten in Mainz, dann erwarte ich diesen 30 bis 50 Kilometer Radius. Auf Nachfrage teilen uns Aldi und Netto ihre Vorstellung von Regionalität mit. Aldi Süd definiert eine Region immer als ein Bundesland oder einen Natur- oder Kulturraum, wie beispielsweise das Rheinland oder die deutsche Bodenseeregion. Netto äußert sich nur lapidar. Abhängig von der jeweiligen Saison stammen die Obst- und Gemüsesorten in der Filiale von Erzeugerinnen und Erzeugern aus dem Umland. Ein zusätzlicher QR-Code auf unseren verpackten Eigenmarkenartikeln führt zu weiteren Produktdetails auf der Netto-Website. Wir nehmen Kontakt auf mit den regionalen Gemüsebauern. Bei Fabio Winzen aus dem Netto-Prospekt wird es interessant. Angeblich beliefert er Netto mit Kohlrabi aus Hessen. Dabei baut er gar keinen Kohlrabi an. Und sein Betrieb liegt auch nicht in Hessen, sondern in Nordrhein-Westfalen. Auf Nachfrage erklärt uns Netto, es handele sich dabei um einen Druckfehler, den man sehr bedauere. So. Wir finden einen weiteren regionalen Gemüsebauern, Justus Knoth. Mit ihm wirbt Netto im Prospekt für Rispentomaten. Wir besuchen ihn, fahren 280 Kilometer bis Sonsbeck. Hallo. Das ist der Herr. Wie war mein Name? Justus Knoth, freut mich. Das Familienunternehmen baut seit rund 70 Jahren Gemüse an. Vier Sorten Tomaten bieten die Knoths heute an. Dass er als regionaler Landwirt in Prospekten in Mainz zu sehen ist, für ihn kein Problem. Bezirk regional ist für mich im Umkreis vielleicht bis 200, 300 Kilometer. Und ich glaube, Mainz liegt da noch mit dabei. Also wenn man jetzt mal herrscht, schaut Niederlande bis Mainz noch deutlich weiter weg oder Marokko, da finde ich, sind wir von hier NRW, Niederrhein bis nach Mainz schon noch im regionalen Raum. Mit diesem Argument ist ganz Deutschland näher als Marokko und damit irgendwie regional. Ist das rechtens? Der Begriff der Regionalität oder der Region ist rechtlich nicht definiert. Das können auch topografische Grenzen sein, wie Flüsse und Berge, Landstriche, Mentalitäten, die eine Region abgrenzen. Und deswegen gibt es mitunter auch den Fall, dass etwas als regionales Produkt dargestellt wird, was aus Sicht des Verbrauchers oder der Verbraucherin überhaupt nicht mehr regional ist. Trotz plakativer Werbung mit Regionalität stammt ein guter Teil des Sortiments nicht mal aus Deutschland. Stichprobe in einem Nettomarkt. Nur 2 von 6 Tomatenangeboten kommen aus Deutschland. Beim Gemüsesortiment insgesamt kommen von 63 Angeboten 45 aus Deutschland. Immerhin 71%. Auch Aldi Süd wirbt mit regionalem Gemüse. Auch hier zählen wir nach. Von den insgesamt 73 Gemüseangeboten kommen 39 aus Deutschland. Gerade mal 53%. Die Werbung mit den Landwirten vermittelt den Kunden ein idyllisches Bild bäuerlicher Landwirtschaft aus der Nähe. Das Sortiment in den Läden hält dieses Versprechen kaum. Habt ihr noch kein Abo? Dann klickt doch einfach hier und verpasst kein Marktcheck-Video mehr. Und hier haben wir übrigens noch mehr Videos für euch.